Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Atzenmusik Volume 3 von Die Atzen. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxenhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Atzenmusik Volume 3 von Die Atzen, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier eine weiße Box. Hier oben lesen wir in blauer Schrift Die Atzen, darunter Frauenarzt und Money Mark, die ja das Duo Die Atzen bilden. Präsentieren Volume 3 Atzenmusik Deluxe Edition. Hier haben wir einmal die Interpreten Frauenarzt und Money Mark abgebildet in einem bunten Konfettiregen. Und darunter haben wir diverse Interpreten und Gäste, die auf diesem Album hier zusätzlich noch stattfinden. Atzenmusik Volume 3 lesen wir hier unten rechts. Das Ganze immer in dieser Brillenoptik. Rechts ebenfalls, oben ebenfalls, links ebenfalls. Und auf der Unterseite haben wir einmal die gesamte Tracklist. Wir haben hier 22 Tracks auf CD1, dann nochmals 22 Tracks auf CD2. Und dann haben wir noch einen Atzen Party DJ Mix mit 26 Tracks. Und darunter dann die Inhaltsangabe, was sich in dieser Box befindet. Deluxe Edition enthält Atzenmusik Volume 3, 3 Disc Limited Edition, 70 Atzengeile Tracks, limitierte Atzenmusik Brille, Atzensticker, Autogrammkarte von Frauenarzt und Money Mark. So, dann haben wir hier nochmal den Inhalt abgebildet, darunter die Credits und rechts unten haben wir einen Barcode. Wir haben hier zahlreiche Features. Zu denen kommen wir dann noch. Ich glaube, die sind dann im Booklet besser abgebildet. So, das Ganze ist dann hier zu öffnen. Also der Deckel ist abnehmbar. So sieht das von innen aus. Weiß. So, rundum, was jetzt hier unter dem Deckel zum Vorschein gekommen ist, auch alles in dieser Konfetti-Optik. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal die Brille. Dann dieses riesen Digipack, also in einer Box mehr oder weniger. Dann haben wir die Autogrammkarte sowie 1, 2 Sticker. Gut, dann packen wir die Box mal wieder zusammen. Es ist bislang der Abschluss von Atzenmusik, also bis jetzt ist es ja eine Trilogie. Und nachdem das ja der dritte Teil ist, ist das bis dato der Abschluss der Atzenmusik-Trilogie. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube auch, dass es dabei bleiben wird, dass die jetzt keine neuen Teile in Planung haben. Aber wer weiß, wie gesagt, 2014 ist schon lange her. Eventuell kommt ja in der Zukunft noch irgendwann mal ein vierter Teil auf uns zu. So, wir haben hier dann eine Kartonschachtel, in der dann das Digipack, das Album, drin ist. Ist vom Design her gestaltet, wie auch die Box. Atzenmusik Volume 3 lesen wir hier. Okay. Rundum beschriftet. Hier auch wieder die gesamte Tracklist. Also ich glaube, die gab es auch so im Laden zu kaufen, nachdem hier ein Barcode drauf ist. Wird es diese fette Special Edition noch so gegeben haben. Ohne Box und zusätzliche Geschichten. Es ist nur die Frage, wie man das am besten hier aufmacht. Irgendwie. Ah ja, jetzt. So, dann werfen wir mal einen Blick hinein. Ist ganz schön fest da drinnen. Oh, es geht nicht raus. Wir werden einfach mal diese Seite hier öffnen. Ich möchte jetzt nämlich auch diese Kartonverpackung nicht allzu sehr beschädigen. So, aber jetzt. Jetzt haben wir es endlich geschafft. So. Also, wir haben hier einmal das Digipack unüblich gestaltet, denn wir sehen, das Ganze lässt sich so aufklappen, also mehr oder weniger hochkant. Auf der Seite haben wir in schwarz gestaltet und dann lesen wir hier Atzenmusik Volume 3. Auf der Rückseite natürlich ebenfalls im Hochformat die Tracklist von CD 1 und 2.
Und dann haben wir hier einmal das Album Arztmusik Volume 3, ein Booklet und CD Nummer 2. Okay. Als erstes kommen wir zum Booklet. Wir haben hier Frauenarzt und Money Mark abgebildet mit Twitter-Accounts vermerkt. Also drei Twitter-Accounts hier: einmal Money Mark, einmal Frauenarzt und einmal der von Die Arzen. Smokey ist hier mit dabei, genauso wie DJ Reckless, Verpeilers, Sadie K. Gut, da haben wir schon die Tracklist. Die ist echt sehr umfangreich. Ohne Ende Tracks drauf. Also, hier spare ich das jetzt im Detail, aber ihr könnt euch selber kurz das Video anhalten, euch die Tracklist hier mal ansehen. Dann haben wir noch CD2. Okay. Dann hier noch die ganzen Credits zum Album. Weitere Feature-Gäste, die hier auf dem Album mit dabei sind. Jawohl. Und dann haben wir hier noch Infos, was es sonst noch von den Arzten gibt. Also zu Arztmusik Volume 1 gab es ja damals auch eine Box. Die habe ich euch vorgestellt damals. Könnt ihr euch natürlich auch noch anschauen. Zu Volume 2 gab es meines Wissens keine Box. Und was haben wir dann hier noch? Party Chaos. Okay, also da gibt es auch keine Box, soweit ich weiß. Gut, dann kommen wir zu den CDs. Einmal hier CD Nummer 1 in Schwarz und Silber gehalten. So sieht das aus. Echt schön. Okay. Dann haben wir CD Nummer 2, diese ebenfalls in Schwarz und Silber gehalten. Okay. Wie gesagt, das Ganze im Digipack. Dann haben wir eine dritte CD, die kommt in einem separaten Jewelcase. Atzen Party DJ Mix. Lesen wir hier. Not to be sold separately. Okay, also die gibt es wirklich. Ja, genau. Hier haben wir nämlich keinen Barcode drauf. Und hier nochmal groß diesen Hinweis. Die gibt es dann echt nur in Verbindung mit dieser Schachtel hier, mit diesem Boxset Atzen Musik. Dann schauen wir mal hinein. Auch hier haben wir wieder ein Booklet mit dabei. Dann haben wir die Tracklist. Arzen Party DJ Mix, die ersten 13 Tracks. Und dann hier nochmals 13, kommen wir auf insgesamt 26 Tracks. Okay. Einmal Atze, immer Atze. Die CD sieht dann so aus, wie auch die ersten beiden CDs, hier in Schwarz und Silber gehalten. Jawohl. Konfetti überall. So, genug zu den CDs. Jetzt kommen wir zu den anderen Inhalten. Wir haben hier einmal zwei Sticker mit dabei. Und zwar sind die beide kreisrund. Man kann die hier dann rauslösen aus diesem quadratischen Rahmen. Einmal haben wir hier Atzenmusik, wieder in dieser Atzen-Brillenoptik. Und einmal haben wir dann Atzenmusik TV. Sieht vom Artwork her so ein bisschen Simpsons-mäßig aus, wenn ihr mich fragt. Also zwei Sticker kreisrund. Und dann haben wir eine Autogrammkarte mit dabei. Money Mark und Frauenarzt haben hier unterschrieben mit schwarzem Stift. Sehr schön. Auf der Rückseite haben wir hier noch die anderen Produkte, die wir auch schon aus dem Booklet kennen. Okay. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch eine Sonnenbrille bzw. eine Atzenbrille. Die kommt hier in dieser Folie. Hier ist nichts weiter drauf. Diesen kleinen Druckverschlussbeutel. Und so sieht dann die Brille aus. Also, so türkis, blaugrün gestaltet. Arztmusik auf beiden Brillengläsern. Hier auf der Seite ebenfalls. Der eine ist gelb und der andere Träger, der andere Bügel ist in pink gehalten. Also auf jeden Fall eine sehr farbenfrohe Kombination. Damit kann man auf jeden Fall im Sommer am Strand sich sehen lassen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigte Partybrille, diese Atzenmusikbrille. Die Autogrammkarte, unterschrieben von Frauenarzt und Money Mark. Die beiden Sticker, beide rund.
Und dann haben wir diese kleine Schachtel hier, diese kleine Box mit einmal Arzenparty, der DJ Mix mit 26 Tracks sowie Arztmusik Volume 3 auf zwei CDs verteilt mit insgesamt 22 plus 22 ergibt 44 Tracks. Also 44 plus 26, das sind 70 Tracks, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Das ist echt eine Menge. Also 70 Tracks ist krass, ist echt ein Meilenstein, also rein von der Anzahl der Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Arztmusik Volume 3 von Die Arzten. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Frauenarzt und Money Mark bzw. Die Arzten unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.